Rush Hour. Hello. Und willkommen in Österreich. Welcome. Hello, nice welcome. To meet you. Nice to meet you. Aber Sie sprechen hervorragend Deutsch und gehen wir von vorn, gehen wir von hinten. Gehen wir von hinten, dann tun sich okay. Unsere Kameraleute leichter. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Danke schön. Jetzt habe ich Ihnen das Kannst Wasser. Ruhig du sagen. Kann ich du sagen? Ja? Gut, du auch. Danke okay. Schön. Danke. Bitte nimm Platz, Jennifer. Das neueste Album, Credo, ich hab's hier, ich zeig's gleich her. Das insgesamt achte Album ist es schon. Da sind wir. Fall so hin. Das achte Album. Geht nicht irgendwann einmal, ich sage jetzt einmal, die Schaffenskraft aus? Ich meine, so viele erfolgreiche Songs, du könntest dich ja zurücklehnen und auf den Blumen des Erfolgs ausrasten. Ja, man hat mir das schon gefragt nach der zweiten CD, aber das Ding ist, wenn man macht etwas, das man richtig liebt, ich bin keine Sportler, you know, wie Boris Becker oder der andere, aber auch nach Wimbledon, man fragt nicht, warum machst du das nochmal, man will es machen und man macht das wirklich gerne. Jetzt weiß man, dass du musikalisch positiv vorbelastet bist von zu Hause, deine Mutter, dein Vater, erfolgreiche Musiker auch. Warum hast du dich eigentlich mit deinem, sag ich mal, unglaublichen Stimmumfang, mit deinem Timbre, mit deinen vielen, vielen Möglichkeiten eigentlich nicht für die ernste Musik, also für die Oper beispielsweise Ich finde jede Musikart ernst, auch Popmusik, Techno kann auch ernst sein, da ist genauso viel Kraft und Energie dahinter. Ich habe zwei ältere Brüder und einer ist ein Jazzer und einer ist ein richtiger Rock, da geht der Post ab. Wir haben uns alle eigentlich für eine andere Musikart gewählt. Und das ist auch okay so. Das ernste Musik, wie du das sagst, ist da auch schön, aber ich will auch meine eigenen Titel schreiben. Und das kann man nicht unbedingt mit dieser Art Musik. Jetzt giltst du nicht nur, was die Qualität betrifft, als sehr hochstehend, als sehr anspruchsvoll. Auch deine Musikerinnen und Musiker klagen manchmal, dass du schon sehr streng bist in der Arbeit mit ihnen. Stimmt das? Meinst du, ich bin streng? Das habe ich noch nie gehört. Ich will da natürlich, dass aber alle Kollegen sich ihre Arbeit gut machen, aber das machen sie, also streng bin ich nicht. Also professionell, sagen wir so. Professional streng, I don't know, das ist ein bisschen hart. Für das neueste Album Credo bist du ständig gependelt zwischen New York und London. Ist da die Familie eigentlich zu kurz gekommen? Bei mir nicht, ich hoffe es nicht, auch bei jeder Frau, die arbeitet, ob das eine Frau, die tagsüber in einem Geschäft arbeitet und auch abends Abendessen macht, das kommt mir mal vor, das ist auch harte Arbeit. Für mich, normalerweise, ich pendle nicht nur zwischen England und New York, sondern Miami und Los Angeles. Ich glaube nicht, dass die kurz kommen, aber natürlich, man will immer mehr Zeit mit denen verbringen, aber halt... Das geht nicht immer. Aber ich sehe meine Tochter in 2 Tagen und wir gehen nach Disney World, nur wir zwei zusammen. Orlando? Orlando. Und mit einem 3-Jährigen 2 Stunden im Flug ist genug. Anstrengend, schrecklich. Ich glaube, anstrengend genug. Eine Frage noch. Bei deinem letzten Besuch bei uns in Willkommen Österreich, ja? Ich glaube, es war genau fast auf den Tag, genau vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren. Hast du anklingen lassen, dass du möglicherweise Familienzuwachs planst? Ja. Wie steht's damit? Gibt es konkrete Pläne? Ist das ein Angebot? Nein. Das sprechen wir nachher. Also keinen Familienzuwachs. Jetzt. Doch, aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Jeder Familie macht das anders. Ich möchte warten, bis sie so 5, 6 ist, bis sie richtig in der Kindergarten ist und dann ein anderes Kind haben. Sie werden sich alle sehr freuen, auch die Familienmitglieder, über das neueste Album Credo. Heute quasi die Präsentation bei uns in Willkommen Österreich. Wir zeigen das her und ich würde dich herzlich bitten, dass du uns auch eine kleine Kostprobe daraus gibst. Ist das möglich? Das ist das Mikrofon, das uns auch deine Musiker mitgebracht, wenn ich dich bitten dürfte. Jennifer Rush, Credo!